Trainer Thomas Icke Hässler hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Das hat der BFC Preußen bestätigt. Thomas Icke Hässler, 56, muss sein Amt als Trainer beim Berliner Sechstligisten BFC Preußen auf unbestimmte Zeit auf Eis legen. Bei einer Pressekonferenz hat der Verein die Medienberichte bestätigt, dass der Fußballweltmeister unter Gedächtnisverlust und einem Tinnitus leidet. Thomas Hässler hat eine Krankheit, bei der keiner aktuell weiß, was es genau ist, sagte Preußens sportlicher Leiter, Pia Seifert. Ärzte haben Untersuchungen durchgeführt. Bei der Partie gegen Hilalspor, am zweiten Spieltag, traten demnach die gesundheitlichen Probleme auf. Die Ärzte hätten den ehemaligen Fußballprofi bereits einmal auf den Kopf gestellt, um herauszufinden, was dem 56-Jährigen genau fehlt. Ich denke, er wird jetzt dann irgendwann die Auswertung bekommen. Der nächste Termin ist am 15. September, erklärte Seifert weiter. Dann werden wir hoffentlich etwas Positives von ihm hören. Zudem stellte er klar, Thomas ist ganz wichtig für uns, er ist jetzt 4 Jahre hier. Alle würden hoffen, dass er schnell gesund wird. Als Verein müsse man dennoch nach Lösungen suchen. Daniel Vollbert übernimmt vorerst den Posten als Cheftrainer. Die Co-Trainer Hässlers, Torben Marx, 41, und Vincent Rabiger, 27, bleiben weiterhin im Verein. Wie es danach weitergehe, könne man noch nicht sagen. Seifert telefoniere jeden Tag mit Hässler. Ihm werde so viel Zeit gegeben, wie er braucht, stellte der sportliche Leiter klar. Ob er als Trainer zurückkomme oder in einer anderen Funktion, werde sich dann zeigen. Ich bin momentan nicht in der Lage, eine Mannschaft zu trainieren, solange ich nicht weiß, was ich habe, teilte Hässler zuvor der Bild-Zeitung mit. Hässler gewann 1990 mit Deutschland die Fußballweltmeisterschaft in Italien. Seit 2019 ist er bei den Berlinern als Cheftrainer tätig. Auch in TV-Shows wie Let's Dance und im Dschungelcamp war er bereits zu sehen.